Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Hier ist eure Tanja Hausmann. Ich versorge euch regelmäßig mit Inspiration und Ideen. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren. Heute möchte ich mit euch wieder Attis Trading Coins machen. Als erstes habe ich mir 3 Coins vorbereitet. Und zwar mit meinem Coinstempel, Stempelfarbe und mit den 2,5 Inch Locher. Ansonsten verlinke ich euch auch nochmal unten ein anderes Video, wo ihr seht, wie ich die gemacht habe. Und jetzt starten wir mit der Gestaltung. Als erstes nehme ich mir meine Stempelhilfe und einen Stempel. Das ist ein Weihnachts- oder Winterstempel. Ich benutze jetzt nur einen Teil des Stempels. Wie ihr seht, ist das ja eigentlich eine Christbaumkugel, aber ich nehme nur den Teil der Kugel. Als nächstes nehme ich ein Pigmentstempelkissen in Weiß für meinen zweiten Coin. Da stempel ich die weiße Stempelfarbe auf, bis genug drauf ist. Das seht ihr, indem ihr euren Coin mal kurz gegens Licht hält, dann seht ihr, wo denn die weiße Farbe ist. Wenn ihr genug drauf habt, könnt ihr als nächstes Embossingpulver nehmen. Ich habe jetzt dieses mit Glitzerpaletten genommen. Den Rest kippe ich wieder in das Döschen. Und jetzt nehme ich mein Heißluftgerät und verschmelze das Pulver. Für meinen dritten Coin nehme ich jetzt blaue Stempelfarbe. Das ist auch wieder Pigmentstempelfarbe. Auch die stempel ich einmal auf einen Coin drauf. Und jetzt habe ich anderes Embossingpulver genommen, und zwar ist das transparentes, damit das Blau richtig schön zur Geltung kommt. Auch hier der Überschuss wieder wegkippen und Pulver schmelzen. Damit ihr euch die Finger nicht verbrennt, weil das ja sehr heiß wird, empfehle ich euch, eine Pinzette zu Hilfe zu nehmen. Das mache ich immer bei so kleinen Teilen. Ja, jetzt habe ich hier meinen Gelatestift in hellblau genommen und verwische einmal diese cremige Konsistenz auf meinen ATC-Coin. Bei dem zweiten Coin koloriere ich jetzt mit der Stempelfarbe, die ich als erstes genommen habe. Das mache ich wieder mit einem Wassertankpinsel. Unten lasse ich eine kleine Stelle frei. Das soll dann der Schnee sein. Ja, jetzt nehme ich diese Stempelfarbe, die ist jetzt etwas dunkler. Nimm mein Schwämmchen. Also das habe ich selbst gebastelt, das nicht, dass ihr denkt, das ist im Lieferumfang eines Stempelkissens dabei. Wie ich das gemacht habe, kann ich euch unten auch verlinken. Ja, jetzt brasche ich einmal den Rand an. Die meine Videos schon regelmäßig gucken, die wissen, ich mache das regelmäßig, alles wird angebrascht. Ja gut, nicht immer. Ab und zu mache ich es auch nicht. Aber zu 80%. So mache ich das jetzt auch hier auch mit meinen Coins. Die werden auch alle 3 schön angebrascht.
Als nächstes habe ich mir jetzt hier den Papierrest genommen. Das bleibt über, wenn ihr euch mehrere Coins auslocht. Und das Papier schmeiße ich ja nicht direkt weg, sondern da mache ich dann so kleine Bastelarbeiten mit. Wie jetzt zum Beispiel dieses kleine Schildchen. Das habe ich mit meiner Büttenrandschere einmal zugeschnitten und natürlich auch wieder angebrascht. Brascht ihr auch gerne eure Stanzteile an oder macht ihr das nicht so oft? Könnt ihr mir unten mal in die Kommentare schreiben. Ja, jetzt gucke ich einmal, wo ich mein Etikett gleich drauf klebe. Habe mich jetzt für diesen Coin erstmal entschieden und dann nehme ich wieder meinen Papierkleber. Den nehme ich ja auch sehr oft, wie ihr wisst. Einmal schön andrücken, 20 Sekunden immer. Und dann habe ich den Überschuss einmal weggeschnitten. Und was kommt jetzt? Natürlich, die Ecke wird natürlich angebrascht. Ich will ja nicht, dass da die Schneidekante zu sehen ist. Ja, jetzt nehme ich mir mein Faber-Castell Pitt Artist Pen. Damit arbeite ich ja auch sehr gerne so feine Linien. Und da mache ich mir jetzt so eine Krackellinie einmal um meine Coins. So, jetzt habe ich mich nochmal für kleine Stempel entschieden. Und zwar einmal für so ein kleines Herz und einmal für so ein kleines Geschenkpäckchen. Da habe ich auch wieder Papierreste, wie ihr seht. Die sind wunderbar, wenn man so Kleinigkeiten hat. Dafür muss man ja kein neues Papier anbrechen. Ja, jetzt habe ich mir hier diesen Kreisstanzer genommen, ca. 2,2 cm und jetzt loche ich mir diese beiden Stempelabdrücke aus. Das Herz habe ich übrigens noch ein zweites Mal gemacht, damit ich für jeden Coin etwas habe. Ja, auch hier wird natürlich der Rand wieder angebrascht. Das ist dann alles viel einheitlicher. Und dann nehme ich natürlich wieder meinen Flüssigkleber für Papier, den Froggy-Kleber. Und dann klebe ich mir alle drei Stanzteile auf. Ja, das ist mir jetzt alles noch ein bisschen zu nackig. Zumindest bei den zwei Herzchen-Coins werde ich jetzt noch mal was reinstempeln. Und zwar habe ich mich für den Text frei entschieden. Das ist ein kurzes Wort. Und wie ich finde, passt es eigentlich auch schön zu diesem Motiv. Ja, das sind jetzt meine drei Coins für heute. Ich hoffe, es war mal wieder eine Inspiration für euch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hinterlasst doch einen Kommentar und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Tanja.